Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Ass Reiter. Wir sind in Folge Nummer 19 von Transport Fever 2. Wir haben letztes Mal hier die Kohlegrube angesprochen. Die wollen wir anwenden für hier hinten das Stahlwerk, dass die Kohle darüber kommt, damit das dann auch noch ein bisschen Profit gibt. Ne? Das werden wir jetzt in dieser Folge machen. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wir haben ein bisschen Geld auf der Kante, 676.000, das ist schon mal eine Hausnummer. Dann wollen wir doch mal schauen, dass wir jetzt hier Gebäude bauen. Dafür brauchen wir eine LKW-Station. Das war ja Person, ne? Ja, und sonst, ja, die LKW-Entladehaltestelle, die muss man in der Stadt bauen, wenn wir dann die Waren dahin bringen wollen, ne? Das müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, 77.000 ist niedrig schon mal, das ist schon mal cool. Okay, da ist 77. Da sogar 76. Naja, irgendwie wird es immer so viel kosten, ne? Wenn ich weiter nach da gehe, wird es teurer. Wenn ich so rumgehe, 79. Aber hier kriege ich keinen 77, 75 oder 76 hin. Da. Zack, hingebaut. 76,3, das ist doch cool. Gut, das haben wir. Jetzt bedeutet das, wir brauchen ein Fahrzeug, was natürlich von da hinten hier hochkommt. Kaufen wir. Und wir hatten neue LKWs, ne? Hier die mit der Plane zum Beispiel. Alle Güter. Und was war das ohne Plane? Ah, ohne Plane bringt mich nicht weiter. Das heißt, ich muss alle Güter hier haben. Kapazität 7. Hier war, oh, Kapazität 8 sogar. Okay. Und er hier hat 5. Und der hatte nur 4 sogar, ne? Ne, war auch 5. Aber wir nehmen jetzt den mit der 7, weil das lohnt sich ja dann. 85 ist natürlich eine Hausnummer. Aber haben wir. Jetzt haben wir das Ding gekauft. Und jetzt müssen wir eine Linie machen. Eine neue Linie. Und die sollte dann von da nach da gehen. Das passt dann schon. Und ja, der kann schon fahren, ne? Macht er wahrscheinlich sogar auch. Ja, das lassen wir so. Allerdings, ja, war jetzt die Idee, noch einen weiteren Wagen vielleicht dahin zu machen, weil einer ist vielleicht zu wenig, ne? Wo ist Linie 18? Ist hier, okay. BSD ist jetzt wahrscheinlich gefragt, nicht die Pfeiltasten, ne? Genau so ist es. Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal schnell noch ein Fahrzeug da kaufen. Und wir machen noch einen mehr da drauf. Geld ist jetzt 800.000. Und das geht jetzt hier auf Linie 18 auch. Dann passt das schon. Zwei Fahrzeuge da drauf. Jetzt müssten wir gucken, dass wir die älteren Fahrzeuge alle ausmustern, ne? Hier stehen keine Warnungen. Ja, müssen mal gucken, wie wir da vorankommen, ne? Also ich denke mal, hier fahren bestimmt noch genug Kutschen rum, die wir jetzt austauschen sollten, oder? Fahrzeug verwalten. Sehr schlecht. Ersetze gewähltes Fahrzeug durch das. Kostet uns 83.000. Machen wir. Und das gilt für alle anderen auch. Nee, ich wollte dieses Fahrzeug haben, nicht das. Ah, die können wir dann alle so markieren. Sind die alle sehr schlecht? Alle durch das. 250.000. Zack, machen wir. Okay, jetzt fahren die da alle erstmal ordentlich lang. Und machen hoffentlich mehr Profit. Okay, ich glaube, das können wir mal ausmachen. Das ist viel zu laut. So, wie sieht es denn mit den Bussen eigentlich aus? Linie 1. Linie, Fahrzeuge verwalten. Schlecht, schlecht, schlecht. Und da sind aber hier schon eine Dampfkutsche, glaube ich. Und dann können wir hier erstmal lassen. Das muss jetzt nicht getauscht werden. Lass uns mal die Fahrzeugliste angucken. Fahrzeugstatistik. Zustand ist sehr gut, Zustand ist sehr schlecht. Ah, das ist der Zug, der zweite. Okay. Da ist die Tram. Aber ich glaube, wir haben noch Fahrzeuge, die noch altersbedingt hier, sollte man vielleicht gucken. Okay. Es ist tatsächlich der Zug hier, der am schlechtesten ist hier unten, ne? Und der fährt natürlich hier auf Linie 6.
Der fährt jetzt hier auch raus gerade, ne? Hat voll geladen, fährt 152.000 ein. Aber um den zu tauschen, glaube ich, bedarf es etwas mehr als Geld, was wir da gerade haben, ne? Was hatten wir hier? 100 km/h, aber die Anhänger konnten nicht so schnell, oder wie war das? Ne, doch, der kann auch schon 100. Wow. Aber da kostet der Anhänger schon 829.000 und hier 3,7 Millionen. Das ist alle ein bisschen viel, würde ich sagen. Das sollten wir mal gerade noch nicht machen. So, was wir aber auf jeden Fall gucken wollten, das ist hier, dass wir hier schauen, dass hier wieder Ware produziert, ne? Aber da kommt nichts an, oder was? Doch, da kommt gerade einer an. Was bringt der? Der bringt uns Eisen. Stahl. Stahl wird geliefert, ne, oder? Wird denn auch Holz geliefert? Sehe ich das hier irgendwo? Ja, da, versendet. Da gibt es noch keine Abnehmer, also da sollten wir uns jetzt auf jeden Fall gerade drum kümmern, weil wir brauchen hier definitiv mehr Fahrgäste. Hier stehen jetzt nur 33, ist ein bisschen knapp, das heißt, ein Schiff ist verfügbar, okay. Wir müssten jetzt nur mal gucken, wo wir hier das alles loswerden hier, oder Versorgung 82, Diagramme, Ziele, Lieferanten. Nee, das will ich nicht. Ich möchte jetzt gerne die Ansicht haben, wo ich sehe. Okay, es ist schon mehr geworden zwar, aber hier dieses möchte ich sehen, wer das kriegt. Kann ich das irgendwo sehen? Ah, hier sehe ich es jetzt, wenn ich das anhabe, okay. Das heißt, wir müssen mal schauen, wo wir hier jetzt... Hier sind ein paar Betriebe, aber vor allem... Hier ist es, ne? Okay, da ist es auch. Also wahrscheinlich ist es am sinnigsten, das hier irgendwo hinzustellen, ne? Wenn ich es hier hinsetze, kriegen, glaube ich, auch noch alle das mit, ne? Eigentlich ist da relativ viel abgedeckt hier. Wenn ich es hier hinsetze, ist da hinten nicht mehr abgedeckt. Ja, ich glaube, wir müssen hier irgendwo so hin. Kostet uns 1200, sollte jetzt nicht das Problem sein. Gut. Und das bedeutet, wir brauchen eine neue Linie. Neues Fahrzeug. Ne, das war nicht. Hier ist es. Mach das nochmal zu. Hier. Und Fahrzeug kaufen. Und den hier kaufen. Kaufen wir. Der braucht jetzt wieder eine neue Linie. Und zwar ist diese Linie dann von hier nach da. Hey, was ich da gerade sehe, da ist schon so eine Station, oder? Die grüne Linie ist schon da eingerichtet. Okay. Warum wurde mir die nicht angezeigt? Okay, dann muss das anders laufen. Neue Linie, jetzt muss ich das Fahrzeug finden. Kann ich das hier abbrechen? Wahrscheinlich nur so, ne, oder? So, das heißt, wir haben da dieses Geld hier rausgeschmissen gerade. Ja, müssen wir den Bagger hier haben. Okay, jetzt ist es weg. Nee, das machen wir besser aus. Ich möchte da reingucken. Das ist Linie 17. Kann ja sein, dass da ist gar kein Fahrzeug drauf. Das hat ja gut geklappt dann, ne? Fahrzeuge verwalten. Okay, Linie 17 müssen wir jetzt schauen, dass wir da ein Fahrzeug drauf kriegen. Ah, ich glaube, das hatten wir irgendwie anders geschickt, ne? Kann das sein? Ist egal, machen wir jetzt erstmal. Weil wir gesagt haben, der muss erstmal beliefert werden, der Standort da, damit er was bauen kann, ne? Wir kaufen das und setzen das dann auf Linie 17. So, jetzt sollte das dann funktionieren. Da kommt das Auto schon. Wir haben gleich zwei draufgesetzt, keine Ahnung warum.
Warum fährt denn der nur 20 km/h? Der sollte doch 40 fahren, oder habe ich mich da vertan? Hä? Warte mal. Fahrzeug kaufen, waren die so langsam? Nein, 40 km/h fahren die doch. Oder warum fahren die nicht so schnell jetzt? Oder fahren sie jetzt schneller? Ah, jetzt fahren sie schneller. Keine Ahnung, warum die zuerst so langsam fuhren. Okay, das haben wir jetzt auch gemacht. Die Stadt Leitzgau müsste dadurch natürlich dann irgendwann wachsen. Ist natürlich noch nichts angeliefert, ist klar. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier Produktion dann, wo ist das hier rechts? Ob hier auch was ankommt, ne? Ja, Linie 17 da, ne? Super, oder? Wird jetzt was produziert? Das ist die Frage, ne? Hm. Hier ist Stahl. Da war auch Stahl. Und der? Bringt nochmal mehr Stahl. Kommt kein Holz hin, oder was? Hm. Das müsste ja der sein, der da Holz hinbringt. So sieht's aus. Linie 16 hat wie viele Fahrzeuge? 4. Davon ist das erste Fahrzeug schon 8 Jahre alt. Wow. Ja. Das müssen wir jetzt gucken, aber wie wir sind denn auf der anderen Linie, Linie 16. Das ist sogar. Ach, da kommt jetzt gleich Holz an, das ist ja cool. Dann können wir gerade mal gucken, ob hier produziert wird, oder? Ja, er liefert gerade ab. Machen wir schneller. So, im Lager 10 Eisen, Stahl. Und jetzt geht's hier rund. Ja, verbraucht, produziert. Und jetzt liegen hier auch schon tatsächlich Zahnräder, ne? So. Jetzt ist nur das Problem, dass wir hier, da irgendwo werden die beiden Wagen sein. Na, da ist eine Kutscher. Das ist Linie 17. Hier würden Linie, nee, warte, das lassen wir nochmal so sein. Fahrzeug verwalten und das schicken wir nicht auf Linie 17. Ist das Linie 18? Nein, es müsste Linie 16 sein, oder? Linie 16 ist das Holz, kann das sein? Nee. Linie 16 ist. Das ist nicht richtig. Wer ist denn hier? Linie 7? Sind die Baumstämme? Okay. Normal, Linie 16 war richtig. Ja, doch, passt. Die sind alle auf Linie 16. Was sind das hier für Fahrzeuge? Okay, da sind diese Kutschen. Die sind aber alle noch sehr gut. Dann lass die da mal so drauf. Lass die weiterfahren. Allerdings bin ich echt am Überlegen, ob wir. Wir müssten das so handhaben, dass Linie 16 nicht hier hinkommt, sondern da hinkommt, ne? Weil dann brauchen die nicht ganz so weit fahren. Das sollten wir nochmal überlegen. Gibt es denn hier die Möglichkeit des Zwischenlagerns dann? Ich weiß nicht, ob das hier geht in dem Spiel. Müsste man mal checken, oder? Wer ist das jetzt hier? Linie 7, das ist okay. Das ist Linie 1, okay, das passt jetzt nicht. Linie 7 passt. Das ist jetzt gerade kein, das ist auch Linie 7. Linie 16 fährt jetzt gerade dahin. Vielleicht müssen wir Linie verwalten mal machen. Was passiert, wenn ich jetzt diesen Palinken, wo ist das? Kann ich das irgendwo, da könnte ich es umbenennen. Hallandorf Transfer ist das.
Und Pellington Süd ist da hinten. Wenn ich jetzt Pellington da wegnehme und Halt hinzufügen mache, und zwar den da und den hier lösche, Station oder Wegpunkt entfernen, ist dann richtig. Jetzt ist noch die Frage, ob diese Fahrzeuge jetzt dann die Bretter mitnehmen. Das müssten wir jetzt mal checken. Ja, machen sie. Das ist gut. Gut, dann lohnt sich das mit den Fahrzeugen definitiv besser, weil die das ja auch wieder mit zurücknehmen. Das passt dann. Gut, und die anderen kommen hier hin. Die fahren also dieses letzte Stück nicht so weit. Das ist schon mal ordentlich. Gut, das hat geklappt, würde ich sagen. Geld ist mit 272 Grad ein bisschen mies. Aber das wird schon werden. Gut. Jetzt sind hier... Ne, da bin ich falsch. Hier bin ich richtig. Da liegen jetzt leider keine Zahnräder, weil da noch nichts passiert ist. Er ist für Baumstämme zuständig. Er auch. Und der hat Dingens gehabt. Jetzt muss ich nur die Zahnräder mal finden. Wo sind die denn unterwegs? Werden die schon gerade abgeliefert oder was? Das würde ich hier sehen, ne? Aber hier steht 81. Ich glaube, Versorgung ist da 0 von 81, noch nichts passiert. Aber wo sind diese Fahrzeuge jetzt hin? Wo fahren die Zahnräder? Sind die jetzt alle auf Linie 16 gewandert? Das kann jetzt nicht sein, oder? Das ist jetzt komisch. Auf Linie 17 ist wieder kein einziges Fahrzeug, ey. Komm, dann kaufe ich jetzt noch eins, ey. So, jetzt möchte ich auf Linie 17 das Fahrzeug sehen, ist auch da, passt. Ich hoffe, das klappt jetzt, ey. Gut. Irgendwie war das eben komisch, ne? Hier fehlt jetzt an Holz wieder. Da kommen jetzt die Bretter. Ja, die müssen da auch hin, dann passt das erstmal. Aber irgendwie ist das noch nicht so, was ich haben möchte. Ist ein bisschen tricky. Ich würde sagen, ich schaue mal zu, wie wir weiterkommen. Die Kohle hier, die wird ja wahrscheinlich auch ordentlich da sein. Ne? Ja, ist auch 38. Wird geliefert. Wie sieht es hier aus? Wie viele sind denn da? Also wahrscheinlich auch reichlich. 22 sind da für Linie. Was sind die anderen Linien? Achso, das sind ankommende Linien, glaube ich. Ne? Das ist von da nach da. Passt. Linie 18 ist halt von hier unten, ne? Ja, passt auch. Aber wer ist denn die letzte? Achso, das ist... Nein, ich müsste hier hinklicken. 15 bringt den Stahl weg. Und wer ist 12? Achso, das ist hier Eisenerz, was dahin muss. Ja, passt schon alles erstmal. Okay, das ist erstmal soweit gut. Das macht unser Zug. Oh, der fährt knapp Geld ein, ne? Wir bestehen ja jetzt 27. Ja, wie gesagt, die Zahlen sind jetzt hier so ein bisschen schlechter geworden dadurch, ne? 21. Hier steht wahrscheinlich gar keiner, ne? Und wie sieht es hier aus? Da stehen ein paar. 19. Wie viel sind denn auf der Linie bitte schön dann hier drauf an Fahrzeugen? Straßenfahrzeug. 30 Jahre alt. Fahrzeug verwalten. Zack. Das ist noch gut, die anderen sind schon sehr schlecht. 40, 25, 40. 8. 191.000 kaufen wir. Gut, jetzt läuft es da vielleicht ein bisschen besser, aber der eine wird uns wahrscheinlich... Ich müsste jetzt doch den dritten Wagen hier runternehmen. Der hier, weil der blockiert uns wahrscheinlich einiges, ne, oder?
Das müssen wir irgendwie anders lösen. Der hat natürlich jetzt 6 Passagiere tatsächlich dabei, ne? Und hier stehen 16. Wo sind denn die Fahrzeuge, die anderen? Keine Ahnung. Da. 5 von 8, ne? Tuckert mit 20 km/h hier lang, ne? Der konnte doch 40, na, jetzt fährt er auch schneller, okay. Ja, müssen wir schauen, weiß ich auch noch nicht. In der nächsten Folge müssen wir das mit den Dingens hier auf dieser Linie, das eine Fahrzeug noch klären. Das machen wir dann aber. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.